Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Vielleicht auch der letzte bei meiner Aufnahmesession heute. Bei Resident Evil 7 Biohazard auf Irrenhaus mit mir, voller YouTube Let's Plays als Hobby. Und ja, wir sind auf der Krankenstation und haben es überlebt. So, das hier muss ich jetzt mitnehmen. Was ist denn jetzt schon wieder? Echt das? Ich kann mich nicht mehr heilen. Alter, ich hab doch gewusst, ich hab's gewusst, dass es das nicht gewesen ist. Aber wieder nicht zum Heilen da. Fasche reparieren, eine Sicherung finden, das Kabel auf der Krankenstation R3 erfinden. Ah, die Sicherung, ja klar. Die habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Hier hinten geht es immer noch nicht raus. Ja, wenn jetzt gleich nochmal einer kommt. Ihr wisst gar nicht, wie ich hier unter Spannung hier sitze. Das geht. Vor allem, ich bin gleich tot. Habe ich echt keinen Bock drauf. So, falls die Krabbler wiederkommen. Wir kommen hier einfach nicht raus. Warum? Ich erwarte ja ständig, dass hier etwas rausspringt. Ich renne jetzt raus. Ich bin so froh, wenn ich aus dem Schiff draußen bin. Okay, die Sicherung brauche ich noch. Die Sicherung gibt es auf der F1. Die haben wir gebraucht, um die Tür zu öffnen. Damit wir hier ins Treppenhaus kommen. Die Gegner sind auch hoffentlich noch alle tot. Das wäre echt mies, wenn die wieder plötzlich alle da wären. Ging dann natürlich die Tür wieder zu. Aber hier kommen wirklich keine Gegner mehr. Das finde ich gut. Okay, wir sind wieder im Aufzug. Geht jetzt quasi in den Maschinenraum. Persönlich habe ich genommen, habe ich kaum noch Munition. Ich weiß nicht, ob ich doch lieber nochmal speichern.
Ach Mann, das ist so scheiße. Weil man kommt jetzt nicht umsonst nochmal hier auf die 211, ne? Automatisch. Denke ich zumindest. Wie viele haben wir denn noch? Zwei. Speichern wir noch einmal? Ich speichere auf neuen Spielständen. Ja, also wenn das irgendwann zu knapp wird, muss ich nun mal leider irgendwann mal wann anders anfangen. Ich habe ja auch nichts zum Heilen, ne? Scheiße. Mal weg. Gewöhnliche Feuerkraft, ja gut, das können wir nicht gebrauchen. Okay, wir speichern. So, dann lassen wir sehen, was passiert. So, einmal zu S2, ne? Wie gesagt, super ist, wir können uns nicht heilen. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Hier gibt es keine Tür. Hier auch nicht. Wo ist der Krabbler hin? Ich will mich erst heilen, wenn ich aufhöre zu blinken. Damit ich mich mehr heile, als wenn ich mich jetzt heile. Na komm schon. Okay. Oh, das war eine große Heilung, ne? Da haben wir noch einen Schrank? Oh, hier. Abwehrmischer haben wir hier auch noch. Der wartet da fleißig. Alter. Er braucht fast alles für so ein Vieh, ey. Guck mal, hier ist jetzt auch ein Schrank.
dürfte jetzt nicht noch einmal einer kommen, oder? Aha. Erste Hilfe, Arznei. Okay, wir können uns zweimal heilen. Wir haben kaum noch Munition. Auch nicht schlecht. Warte mal, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wir haben noch zwei. Zwei Ätzdinger. Da gibt nichts so mehr was zum Ätzen. Okay. Musik, ey. Da ist auch noch so einer. Okay. Es darf nur nichts mehr anderes Großes kommen. Oh. Okay, sehr gut. Okay, da kommt schon was anderes Großes. Ich teste es jetzt gerade mal aus. Ich gehe gerade meine Aufzugfahrt wieder hoch und wieder runter. Das hatte vorhin auch geholfen, da waren die Gegner dann weg, auch wenn sie dann vorher schon da waren. Immer so zum Testen. Mit einer Bombe kriege ich dieses Riesenvieh nicht platt. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, nicht mehr. Nee. Ich habe hier von zwar ein bisschen Munition, aber der eine Kotzer eben gerade auf der Krankenstation hat auch drei solche Bomben. Was? Hat auch drei solche Bomben verschluckt. Das heißt, den würde ich niemals platt kriegen. Super, ja. Hat geholfen. Genau, geht's gut. Zum Glück habe ich das hier dabei. Münze. Die Tür geht einfach auf. So, jetzt können wir auch hier dran. Da haben wir alles aufgebraucht. Drei Bomben, oh je, das hört sich nicht gut an. Was könnte ich damit herstellen? Kombinieren.
So, das kann ich mit starker Flüssigkeit herstellen, aber das bringt mir auch nichts. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne am liebsten nochmal speichern. Hi. Bitte lass mich leben. Was denn? Ethan. Nee, die Aufnahme stimmt nicht. Ethan. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Hm. Ja, stimmt, hab ich nicht so ganz, ne? Der Sohn fehlt noch. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Ich kann nichts machen. Oh yeah. Mia. Mia, wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Was machst du da? Lasse dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Oh. Und schon wieder haben wir nichts. Okay. Okay. Exit. Na gut, dann gehen wir mal Richtung Ausgang, oder? Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Hoffentlich nicht hier, weil ich habe nichts zum Wehren. Ich hoffe, ich habe jetzt alles, was die Mia auch hatte, ne? Hat er ja zum Schluss hin auch nochmal eine Münze gefunden. Ja, die würde man ja nicht da finden, wenn man sie nicht behalten könnte, wenn man hier weiterspielt.
Es ist alles deine Schuld. Okay. Ja, meine ist sie. Ich nicht. Okay, da ist auch nichts. Da wir jetzt schon eine Münze finden konnten, kann es eventuell noch mehr zu finden geben schon. So, zurück können wir auf jeden Fall nicht mehr. Oh, hey! Wir sind draußen. Er hat das Mädchen in einem Tanker gefunden, bei Bayou. Ich wusste gar nicht, dass dieser Tanker so weit weg von denen ihr Haus ist. Von denen ihr Anwesen. Bayou. So weit. Okay, runter. So, hatten wir Mia nicht eigentlich gerettet? Wir haben ihr doch das Serum gespritzt. Warum sagt sie, sie kann sich nicht mehr lange wehren? Ist das alles groß oder? Nee, alles groß. Okay. Ein Hubi. Dead by Fishing. Guck an. Liegt doch etwas hier am Rand. Jetzt haben wir auch nochmal zwei Münzen gefunden, ey. Wahnsinn. Es ist also klug, ständig immer erstmal ein bisschen weiter rumzugucken. So, in die Hocke gehen geht nicht mehr. Achso, ich dachte, ich müsste da oben drauf. Okay. Oh, ich bin so froh, dass wir das Schiff jetzt hinter uns haben. Ich will nicht sagen, das war das Schlimmste, aber es war das Schlimmste. Oh, ich höre schon Wackelkopf. Da. Ich kann es aber nicht kaputt machen. Noch nicht. Oh. Du kannst mehr Objekte tragen. Okay. Kann ich jetzt auch noch nicht kaputt machen? Februar 1892. Das ist aber lang her. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar. Ein Tag später. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay. Abercrombie Salzbergwerk. Saus Dalvi. Dalvi. Wo hat er den Tanker gefunden? Mal Bilou? Nee, nicht Bilou. Aber so ähnlich. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Der Tanker ist hier geradeaus. Da davon geradeaus ist das Anwesen. Aber hat irgendwie bei Bilou oder so den Tanker, das Mädchen gefunden.
Ah, ist kein Schatz. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Essbrennstoff. Achso, die Münzen, ja. Sie haben nie als Objekte erhalten, das finde ich nett. Oh, demnach haben wir sehr viel erhalten. 14 Münzen. Schauen wir uns hier mal um. Geheimnis der Verteidigung, das nehmen wir natürlich auch wieder mit. Eiserne Münze, logischerweise auch. Pistolenmunition nehmen wir jetzt logischerweise auch mal mit. So. Dort kombinieren wir schon mal direkt mal. So. Ein Messer. Den Albert nehmen wir natürlich wieder mit. Hält zwar nicht viel Munition, aber kann ordentlich austeilen. Nehmen wir natürlich die Flinte auch wieder mit. Maschinengewehr. Ah, nehmen wir das auch nochmal mit. So, jetzt haben wir 3 Stück einstecken, okay. Könnte erstmal reichen, oder? Ach, Munition für die Pumpgun wäre nicht schlecht. Habe ich das überhaupt? 44 Mag. 8 Stück. Happy Birthday. So Munition? Nee, habe ich gar nicht. Hm, okay. Ach. Nehmen wir sicher, das haben wir mal die 3 Bomben mit. So, 14 Stück haben wir. Was haben wir hier drin? Hier ist diese Münze. Und die Magnum. Eigentlich würde ich gerne die Magnum mitnehmen. Dass er diesen Käfig hier einfach nur aufbricht. So, und dafür brauchen wir 5. Die hätten wir quasi auch. Komm, dann machen wir das jetzt auch. Das Nachladen stört mich bitte dieser Albert total. Entspann die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Los geht's. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Ob wir jemals nochmal 8 Münzen zusammenkriegen, das weiß ich jetzt nicht. 8 Münzen ist echt viel. Ups. Wir wollen wohl, dass man schießt. So geht das nicht. Gemein. Okay. Hm, Maschinengewehr. Wie lange geht das jetzt? Nicht wirklich schneller, oder? Das geht schneller auf jeden Fall. Okay. Die Zeit ist um.
Jetzt muss ich aber leider wieder speichern. Wir hören uns das jetzt erst noch an, bevor wir speichern. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. So, also wie viele Dings haben wir jetzt nochmal? Kassetten? Nur die eine. Ja, das ist natürlich cool, ne? Klasse. Aber gut, ich werde es jetzt machen. Wir werden jetzt speichern und dann war es das erstmal mit der Aufnahmesession. Dann hoffe ich, dass wir das überleben beim nächsten Mal. So, speichern. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Bei Resident Evil 7 Biohazard auf Irrenhaus mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und das muss ich erstmal ein bisschen Haushalt machen. Ein bisschen Staubsaugen, aufräumen. Duschen muss ich auch mal. Das Spiel ist anstrengend. Okay, viel Spaß auf meinem Kanal und auch mit meinen anderen Let's Plays. Bis dann. Tschüss.